Heute ganz in Blau und es hat einen Grund. Heute geht es um Blue Notes. Was sind Blue Notes? Das klären wir gleich. Hey Michi. Hey Enrico. Heute geht es um Blue Notes. Ja, immer wieder Leute fragen, was eigentlich mit den Blue Notes, da gibt es irgendwie verschiedenste Informationen, oder? Was ist mit einer Blue Note gemeint erstmal? Ja. Und wo kann man die so finden auf der Gitarre? Ja. Ja. Also, wir starten vielleicht mal, wenn man in so ein Heft reinschaut, in ein Harmonielehrer-Heft, dann steht da gern mal die Blues-Skala. Ja. Lustigerweise gibt es die in sämtlichen Formen. Also da steht nicht immer das Gleiche drin. Aber es steht gern mal die Pentatonik drin, die wir kennen, die fünf Töne, ja, plus noch mindestens einen Ton, ja, nämlich die B5, die verminderte Quinte. Ja. Ja. Das heißt, laut manchen Büchern ist die Blues-Tonleiter zum Beispiel... Da habe ich mich immer vielleicht mit dem Chord, damit wir so wirklich hören, wie da der Zusammenhang ist. Ja. Unbedingt. Und dann habe ich mir gedacht, das klingt schon cool irgendwie, aber so richtig bluesy klingt es ja nicht. Es muss was anderes noch eine Rolle spielen. Ne? Irgendwie passiert da noch was anderes. Wenn ich jetzt so coole Blues-Gitarristen anhöre, dann klingt das schon wahnsinnig brav. Mhm. Ja. Dann, manche packen dann noch die große Terz da mit rein. Mhm. Ja. Mal schauen, wie das so klingt. Wie klingt das so? Ja, immer noch nicht so richtig bluesig. Ne? Nicht so hammermäßig, oder? Nicht so, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Haare aufstellen. Ja. Ich glaube ja, dass... Fachleute gekommen sind und gesagt, Jungs, pass mal auf, ey. Was spielt denn ihr da für Noten jetzt eigentlich? Ja? Und dann haben die versucht, diese Note im Notensystem zu finden und das ist vielleicht tatsächlich die beste Annäherung dazu. Mhm. Ja? Und die kann man dann auch gut auf dem Klavier finden zum Beispiel, diese B5 und ja, so. Aber da sind wir wieder beim Thema, Klavier ist nett. Ist einfach. Ja. Klavier ist ein nettes Instrument, das nicht, klingt gut. Ja, ja, das ist total okay. Ja. Kann man machen. Kann man schon machen. Ja. Da gibt es auch Fachpersonal für Klavier, so ist es nicht. Natürlich, ich höre ja gerne Klavier. Wirklich. Ja. Ja. Aber man kann halt viele Sachen einfach nicht machen drauf. Ja, eben. Also, ja. Und zwar das, was ganz besonders den Blues irgendwie ausmacht, auf der Gitarre, dieses etwas, was die Pianisten nicht können. Nee, sie versuchen es dann auf elektronischen Wege mit irgendwelchen Hilfsmitteln, irgendwie Räder haben sie da erfunden, die dann genau. Ja. Nee, also Blues, muss man jetzt einfach mal sagen, klingt auf der Gitarre einfach schon richtig gut. Ja. Ja. Weil ich glaube nämlich, dass das die Wahrheit noch mehr Detailwissen erfordert. Ja. Und zwar, ich glaube, dass Blue Notes Noten sind, die nicht auf dem Klavier sind. Dann kam der zweite Schritt, wo es dann heißt, okay, das wäre jetzt irgendwie... ein Viertelton-Bending. Ja, das ist schon. Das kommt schon näher hin. Kommt näher. Das finde ich, kommt schon viel näher hin. Ja. 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 Aber irgendwann habe ich dann gedacht, bei den Blue Notes geht es tatsächlich auch darum, dass man nicht wirklich genau diese Note spielt, sondern diese Note bewegt sich. Die lebt. Ja. Ja? Also es geht hauptsächlich darum, dass so eine Note irgendwo, die startet schon irgendwo, ja, aber dann bewegt sie sich. Aber es geht nicht so sehr darum, wo ich jetzt ankomme, sondern es geht darum, dass ich das hier, ja, also diese Bewegung, dass die Note höher wird, ist für mich dieser Blue Note Effekt eigentlich. Nicht unbedingt, dass ich jetzt unbedingt da ankomme bei der Note, sondern die bewegt sich. Und jetzt lass uns mal schauen, welche Noten sich denn da so bewegen können, okay, in unserer Pentatonik, oder? Ja, ja, ja. Und zwar
Es gibt nämlich unglücklicherweise auch welche, wenn man die bewegt, dann wird echt die Milch sauer. Kreuzig, ja. Oder das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, ja. Das ist dann wirklich Medium. Nee, also sogar weniger. Sogar weniger als Medium, ne? Ja, eher Raw. Ja. Ja. Und okay. Wir starten einfach mal zum Spaß mit dem Grundton. Ja. Können wir den Grundton ziehen? Was meint ihr? Ausprobieren. Wir probieren es aus. Ja, ja. Ich glaube, das heißt nein. Ja, also... Also es gibt Leute, Medium. Die habe ich schon gehört, die versuchen, den Grundton zu beenden. Mhm. Ich würde mal sagen... Da muss man weit beenden, das ist halbwegs. Und aber mit dem ersten Finger geht's, glaube ich, kommt man nicht so weit, dass es ja. Sagen wir mal, erträglich ist. Lasst es. Ja, machen wir einfach nicht. Wir beenden nicht den Grundton, das ist einfach nichts. Mhm. Ja. Okay, haben wir schon einen weniger. Genau, also hier da so am Grundton rumbeenden, gut. Lassen wir einfach. Lassen wir. Genau, okay. Der nächste Ton wäre jetzt... Wir nehmen mal hier, also der Grundton, wenn das... Die Terz. Ja. Ja, mal schauen, was mit der Terz passiert. Ich ziehe die mal so ein bisschen an. Mal schauen, was passiert. Das hat was. Das ist es doch, oder? Das ist wirklich überzeugend. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Blue Note. Ja. Die kleine Terz, die ziehe ich jetzt mal. Und mein Gott, wo kann ich die hinziehen? Einfach mal ein bisschen höher. Ich kann natürlich schauen, komme ich vielleicht ein Viertelton, was auch immer jetzt ein Viertelton für uns ist auf dem Instrument. Ist das ja nicht vorgesehen. Vielleicht ist es auch ein Halbton. Vielleicht ziehe ich auch auf die große Terz. Mhm. Ja? Aber ich glaube, es geht mehr um die Bewegung. Also der Weg ist das Ziel, wie so oft. Ja, oder? Ja. Magst du mal probieren? Magst du mal die Terz ziehen? Ja, genau. Das ist, ich glaube, das Ding ist ja auch, dass es wieder dieses Moll-Dur-Ding, ne? So, wir sind ja auf der Mollterz. Wir ziehen die Mollterz in Richtung der Durterz, die eigentlich im Akkord drin ist. Das andere ist nicht im Akkord drin. Ne? Und das ist dieser Reiz, den es da ausmacht und dass wir versuchen, dahin zu ziehen, wo es eigentlich richtig wäre, aber nicht ganz. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ne? Genau, weil du hast ja gerade einen A7-Akkord gespielt, der eigentlich Dur ist. Ja, genau. Dann... Und jetzt ist es super interessant zu erforschen, wo kann denn der hingehen? Ja? Ja. Wie weit ziehe ich? Ziehe ich jetzt wirklich bis zum Cis? Ja? Das klingt auch wieder nicht so richtig bluesig eigentlich. Es ist nicht falsch, weil wir ziehen ja zu einem Ton, der im Akkord drin ist, aber es ist nicht bluesig. Das nicht so richtig. Das heißt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und jetzt ein schlauer Mensch hat mir mal erzählt, es war jemand, der war tatsächlich Musik... Ethnologe. Okay. Und der hat, bei dem hatte ich mal eine Zeit lang am Berkeley Harmonielehrerunterricht. Und der beschäftigt sich damit, wo Musik herkommt und wo sie hingeht und oder? Genau, und der war Spezialist für Blues. Ah. Und der meinte tatsächlich, dass es eben sozusagen die afrikanischen Wurzeln des Blues, dort kennt man nicht den Unterschied zwischen Dur und Moll. Das heißt, da gibt es eine variable Terz. Deswegen, wenn man jetzt Gospel, Soul oder eigentlich sehr weit verbreitet, wenn man Sängern zuhört, die so, ja, die diesen Ton so modulieren, dann kommt es auch daher, diese Wurzeln der Musik, ja, da ist es nicht so, dass man sagt, pass auf, welcher Ton ist es denn jetzt? So wie bei uns, ja, welcher Ton war denn alle das Thema? Ja, dort ist es einfach eine freiere Auffassung von Tonmaterial. Mhm. Genau das, was ich glaube, uns total fasziniert, dass du sagst, boah, das ist irgendwie fresh, würden meine Kinder sagen. Ja, ja. Oh. Ja, das ist irgendwas, was jetzt einfach uns packt. Ja? Mhm. Das ist nicht so, hier, da, der Ton, hier, der, sondern da ist mehr Flexibilität drin. Mhm. Deswegen checkt aus, wo kann ich denn diesen Ton jetzt hinbinden? Der kann so... Da ist eigentlich wahnsinnig viel Luft ja, zwischen diesen zwei Dingen und das ist für mich eine Blue Note. Das Auschecken ist wichtig, weil da sind wir wieder an den Punkt, wo wir sagen, jeder muss sich mal damit beschäftigen und auch sehen, wohin kommt er, wenn er den Ton zieht und den Sound kennenzulernen. Weil es werden Sounds entstehen, die einem nicht sofort geläufig sind, wo das Ohr sich vielleicht ein bisschen sträubt. Und da ist die Frage, spielt man das so lange, bis man das wiedererkennt, bis man das so gut kennt, dass man sagt, das kann man jetzt einsetzen, dass es einem vertraut ist. Ansonsten wird man immer nur das spielen, was man kennt und wagt sich nicht in Bereiche vor, die einen
erweitern, die das Spiel erweitern, einfach weil man nichts ausprobiert hat. Also weniger dann einfach das Dudeln, was wir immer so sagen, sondern dann mal wirklich versuchen, ganz bewusst einen Ton da irgendwo hinzuschieben, wo wir neue Klänge erforschen können. Ganz genau, ja. Gleichermaßen wichtig ist es dann auch nochmal zu schauen, okay, bei meinen Lieblingsblues-Gitarristen, kann ich das vielleicht erkennen? Kann ich sowas mal hören? Ja, machen die das? Ja, da könnt ihr gleich mal überprüfen, vielleicht. Das ist auch totaler Quatsch, was ich erzähle. Kommt auch vor. Glaube ich aber nicht. Glaub nicht. Ja. Nee, nee. Also überprüft es mal, hört mal eure Heroes an, schaut mal, wie die das machen. Kommt das vor? Ja, dieser Effekt. Und dann versucht es zu imitieren. Und das ist eben die Geschichte, ja, nicht groß drüber reden, das machen wir zwar jetzt gerade. Ja, ja, ja. Aber vom Diskutieren über, was ist die Blue Note. Ja, vielleicht gehen wir jetzt einfach mal durch die Töne, die, genau, die es da gibt. Und dann machen wir in komprimierter Form, jetzt haben wir erklärt, warum und wieso. Exakt. Ich spiele jetzt einfach mal die Chords. Genau. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt genau. Kommt der nächste Ton, ja, wäre jetzt eigentlich die Quarte. Ja. Mal schauen, was die Quarte so macht. Die ist eigentlich cool, ja? Ja. Das heißt, die bände ich jetzt rauf, die kann ich jetzt benden, natürlich zur ominösen Blue Note, der B5. Ich kann auch einen Ticken drunter bleiben sogar noch. Ja. Oder ich kann natürlich weiter raufgehen bis zur Quint, weil die Quint ist ja auch in der Pentatonik. Ja. Wieder geht es mir darum, nicht sofort zum Ziel zu kommen, sondern den Ton bewegt zu hören, ja. So, jetzt käme die Quart, super Ton, die Quint. Ja. Schlechte Idee. Ganz miese Idee, ja, das lassen wir einfach weg. Grundton, Quinte, einfach nicht ziehen. Ja. Ja. Einer bleibt noch übrig, die Sept. Ja. Ja. Für mich auch eine geile Blue Note. Absolut. Die kleine Sept kommt man vielleicht nicht so wirklich drauf. Mhm. Ja. Mhm. Kann man natürlich alles erklären, warum das so ist. Da wollen wir heute gar nicht machen. Mhm. Ja. Wenn ihr Lust habt, der Kurt Hertel erklärt es super in dem Blues Improvisation Volume 1 Online-Kurs. Onlinekurse.supergen.de. Ja. Da wird es toll erklärt. Aber wir wollten heute einfach mal nochmal wirklich drauf eingehen. Ja. Mhm. Welche Noten kann ich ziehen? Also das Kochrezept ist total simpel. Mhm. Grundton und Quint. Nein. Wird nicht gezogen. Ja. Terz, oder kleine Terz, Quarte und Septime werden gezogen. Die drei kann ich ziehen. Ja. Und da kann man sich schon mal beschäftigt halten. Ja? Ja. Auch erstmal bloß in einer Position checken. Ja, genau. Super Geschichte. Ja. Ja. Oder? Licht ins Dunkle gebracht. Ja. Vielleicht. Ja, doch, 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 doch. Ja. Also schaut wieder rein in den Newsletter. Ja. Dort ist das PDF, da wird es nochmal genauer aufgedröselt. Ja. Holt gleich die Gitarre raus und gleich ausprobieren. Unbedingt. Super. Ja, Blue Notes. Und dann wieder posten, Facebook-Gruppe. Da können wir auch mal sehen, was ihr so macht und können wir auch mal irgendwie uns darauf beziehen und das ein oder andere vielleicht kommentieren und sehen, ob wir euch da auch weiterhelfen können. Das wäre sowas, ja. Denn es ist immer gut, wenn jemand mal schaut, was da so passiert. Ja. Also, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß mit den Blue Notes. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Als ich das so angehört habe, es geht bei den Blue Notes nicht unbedingt darum, jetzt auch eine Blue Note. Okay, Gitarre ist ein komplexes Instrument. Ja, es ist ein Eigenleben hat es. Deswegen gibt es so viele Gitarrenvideos. Das ist nicht so einfach. Ja. Nee, also.